Moin Leute, der Thales hier mit einer weiteren Folge Arcania Gothic 4. Ja, ich weiß, ihr konntet es nicht aushalten ohne diesem Spiel, ne? Ich habe eine gute Nachricht für euch und zwar... Naja, zuerst mal eine schlechte Nachricht, ich musste alles neu spielen bis hierhin. Aber die gute Nachricht ist, ich kann jetzt interagieren. Und zwar mit Gegenständen, wie diesem Kessel zum Beispiel. Es gab einen kleinen Patch. Leider sind wir immer noch grün im Gesicht. Aber... wir können jetzt interagieren. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es bedeutet mir doch schon ein bisschen was, ne? Denn das bringt das ganze Spiel dem alten Gothic-Feeling ein bisschen näher. So, wir sind jetzt in der Story so weit fortgeschritten, dass wir Digger... willst reden, hä? Ne, will ich nicht. Digger seinen Destillierkolben besorgen müssen. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Ich musste, wie gesagt, das alles hier neu spielen, weil der Patch leider alles gelöscht hat. Hab aber dadurch die Chance bekommen, diese tolle Rune, die Speed-Rune, einzusammeln. Die kriegt man von dem Händler ganz am Anfang. Ja, die erleichtert die ganze Sache schon dramatisch, würde ich sagen. So. Wir suchen den Eingang in die Höhle. Der müsste da lang gewesen sein. Wir waren da schon. Weil wir halt als neu gestartet haben, sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen low level für das Ganze. Aber das schaffen wir schon. Müssen wir halt öfter mal blocken. Und natürlich fehlt uns auch ein bisschen Gear, weil ich da ein bisschen durchgehechtet bin jetzt, um wieder hierher zu kommen. Aber das Gear werden wir auch einsammeln. Ja, ja, kommt schon zusammen alles. Oh, kleines Schweinchen. Was gibt's da noch zu sagen? Ich bin gerade in Quarantäne. Hatte Corona, bin bis Donnerstag in Quarantäne. Heißt, ich habe jetzt Zeit zu zocken, was gut ist. Und mich hat es auch nicht allzu schlimm erwischt, was auch gut ist. Ja. Ansonsten eigentlich alles ganz okay. Wie geht's euch so? Habt ihr Corona schon gehabt? Oder habt ihr vor, es zu bekommen? Oder habt ihr euch schon 10-mal impfen lassen? Es gibt ja hier verschiedene Gruppierungen. Die einen sagen, impfen nicht. Die anderen sagen, impfen schon. Also, ich bin geimpft und trotzdem krank gewesen. Naja. Vielleicht hat es ja ein bisschen geholfen. Wer weiß. Will ich mich auch gar nicht zu sehr einmischen. Ich hoffe nur, dass alle von euch irgendwie gesund bleiben. Oder nur einen leichten Verlauf kriegen. Ja, das wäre sehr wichtig. Dass ihr alle gesund bleibt. Nicht, dass ihr alle krank werdet. Gut. Dann ist hier der Eingang zur Höhle. Ich würde sagen, wir machen die Folge heute ein bisschen länger. Weil wir ja die Destillierkolben und alles sammeln müssen. Das eigentlich auch schon hatten. Und ganz kurz im Inventar. Haben wir irgendwas zu heilen? Wir haben nur Äpfel. Ich weiß jetzt nicht, soll ich die Äpfel jetzt verwenden? Oder soll ich die mir aufsparen für irgendwelche Tränke später? Ich bin mir nicht sicher, ob man aus den Äpfeln jetzt später Stärketränke machen kann. Ich will sie mal am liebsten... ein bisschen aufsparen. So, wie war das hier? Oh, da höre ich schon mal die Kameraden. Aha. Stirb. Oh, Magier, Magier. Ichi, wow. Ja, knall erstmal deinen Kumpel ab. Recht lassen. Die sollte man bevorzugen. Die machen echt stark Damage. Magier halt. Ausweichen. Nice, Level up. So, wie war das nochmal? K oder I? I, K. K was. So, leveln wir gleich Nahkampf weiter. Ne? Wir bleiben Nahkämpfer. Habe ich euch ja versprochen. Mein Magier gefällt mir nicht und Bogenschütze kann ich nicht mehr machen. Habe schon alle Pfeile verkauft. Um mir die Rune zu kaufen. Die Speed-Rune. Die gerade wieder cooldown hat. Oh, falsches Spell. Ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Nächste Woche kommt Elden Ring raus. Oh, das wollte ich gar nicht. Heißt, wir werden uns nächste Woche auch ein bisschen mit Elden Ring beschäftigen. Ich
hoffe, dass es alles so gut ist, wie der Hype verspricht. Nicht, dass ich da wieder reinfalle, so wie auf Biomutant. Das war ja richtig mies, also... Mir jetzt nicht gefallen. Der Anfang schon, aber dann war es ja dann nur noch generisch The Grinden und so weiter. Aber naja. Kann ja nicht alles haben, ne? Der Hype da ist und der Publisher dem Hype nicht nachkommt, ist dann schlecht. Gut, da vorne müsste das Baguette-Stück sein, jawohl. Oh Mann. Nein, das will ich nicht lesen. Haben wir den Destillierkohlen. Mit dem können wir jetzt die Mauer dem Erdboden gleich machen. Und ja. Bock. Willst reden, hä? Ja, will ich. Komm her. Ah, da bist du ja. Hast du den Destillierkolben? Man kann übrigens durch seine Brust durchgucken, wenn man genau guckt. Hier ist dein Destillierkolben. Ha, ich brauch nicht lang, dann macht es wusch. Wusch. Die Mine ist offen. So, da haben wir das Destillat. Dann werd ich mal. Oh nein, nein. Entschuldige, du hattest die ganze Arbeit. Dann willst du sicher auch den Spaß. Hier, schmelzt du das Geröll weg. Jo, dann schmelzen wir halt das Geröll weg. By the way, wie findet ihr meine Stimme gerade? Ich habe das alles neu einstellen müssen, weil ich auf einem neuen PC bin. Neue Grafikkarte, neue... Ja, alles neu. Und da würde ich gerne wissen, ob die Stimme passt, ob die Grafikeinstellungen passen... Oder ob euch irgendwas auffällt. Denn wie ihr wisst, ist es am Anfang ja nicht so einfach. Ups, zu schnell abgebaut. Bis das alles wieder läuft, ne? Das ganze Setup. Nicht in laufenden Maschinen greifen. Kennt ihr ja. Da könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben, wenn irgendwas nicht passt. Dann kann ich es noch anpassen. Und ja. Gibt's hier noch? Überall nur Eisenerz, dreimal immerhin. Ich frage mich, ob man diesmal vielleicht irgendwie... Ah, weiß ich nicht. Ob man da vielleicht irgendwie eine Schmiedelaufbahn einschlagen kann. Das wäre schon richtig cool. Du musst wieder selbst Waffen machen. Richtig schön OP-Guide. OP-Waffenschmied-Guide. Da wieder ein paar gratis XP. Und sich ja mal gar nicht gewehrt. Oh, Fleisch. Fleisch und Haut. Mehr ist eh nicht dran. So. Aha. Mal wieder abbauen. Ding. Habt ihr gesehen? Der wollte mich jetzt beißen. Der Ratterich. Der Ratatouille. Hier haben wir auch nochmal Eisenerz. Was ist das? Pilz? Wofür muss ich jetzt die Pilze sammeln? Ein paar Eisenpilze. Für Modra. Ah! Für Modra, okay. Ja, gut. Wusste ich nicht mehr, was es den Quest gab. Weiß gar nicht, ob ich den letztes Mal angenommen habe. Aber Erfahrungspunkte sind wichtig. Darum macht man das jetzt mit. Die Eisenpilze. So, hier komme ich her, ne? Ich will nur nichts liegen lassen, ne? Irgendwas gibt's halt immer. Bruchstück eines Runensteins. 1 von 30, Alter. Ich bin dann gespeichert.
So, jetzt wieder haufenweise Pilze. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Und? Das war's anscheinend. Soll ich hier schon lang? Ich habe immer so ein Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Wenn ich nicht alles erkunde. Hier zum Beispiel. Noch Gegner. Bläh, 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 bläh. Hässliche Viecher. So, aber hier... Ne, waren wir noch nicht. Der Raum ähnelt nur dem anderen Raum. Eine Schaufel? Ich will die Schaufel haben. Hey! Mann. Was haben wir denn hier? Einen schönen Helm. Lederhelm. Könnten wir mal anziehen? Habe ich noch gar kein Gear? Oder hat das automatisch ausgerüstet jetzt? Ich meine, die Ringe hier, die haben wir auch noch nicht. Richtig? Magiekraft brauchen wir gar nicht, ne? Wir brauchen, was brauchen wir denn? Leben, Ausdauer, Rüstung, Nahkampf. Das nehmen wir. Okay, was ist das? Armschiene. Eine Armschiene. Den Helm hat er anscheinend automatisch aufgesetzt, ja. Nahkampf 7. Nahkampf 9, okay. Ne, alles gut. Sind top ausgerüstet. Der Helm sieht ein bisschen blöd aus, aber sonst. Alles gut. So, sind wir jetzt hier richtig oder kommen wir hierher? Ich brauche jetzt mal ein Rufezeichen. Heißt, so falsch können wir hier nicht sein. Oh Gott. Du für einer. Hat eine coole Waffe. Eine Leuchtewaffe. Hätte ich auch gern. Hier im Dunkeln. Oh Gott. Sind zerrissen. Glühendes Beil. Ah, hab ich sogar bekommen. Cool. Sonst kein Loot von dem? Geldkassette. Ah, ja genau. Deshalb sind wir da. Und Geldkassette. Glühendes Beil mal. Was hat das? Es leuchtet. Es leuchtet blau. Ne, wer kennt's? Ansonsten. Wo ist die Geldkassette? Questgegenstand. Alte Geldkassette. Okay. Ich dachte schon, ich kann die öffnen. Eisenpilz. So. Die neue Waffe ein bisschen ausprobieren. So. Nice, nice. Dann haben wir schon einiges geschafft, aber... Mir fehlt irgendwie noch der Eisenpilz, der letzte. Das hätten wir jetzt noch ganz gern. Wenn wir nochmal zurücklaufen. Mit einer neuen Waffe jetzt. Wo könnte der Eisenpilz sein, der letzte? Eisenpesos. Ich meine, der wird ja bestimmt auf der Map angezeigt. Machen wir ein bisschen Backtracking. Sobald der Spell online kommt, können wir den benutzen. Aber ich glaube, ich sehe schon den Gang der Minimap. So. Oh, da leben noch Fleischwanzen. Da vorne ist der Pilz. Ich sehe ihn auf der Map. Nice. Nein, nicht den Zauber.
Nein, auch nicht den Trank. Verdammt. Ich blöd. Ein bisschen Erkundungstrank. Erkundungstrank, was sag ich denn? Erkundungsspell. Ja, geh mal weg. Geh mal weg. So. Ist hier noch Schönes? Ich backe in der Mauer fest. Toll. Da kriege ich Fallschaden. Oh, das Leben ist schön. Das Leben ist schön, Leute. Der Move Speed Bonus von dem Buff ist echt cool. So, drei Eisen von einer Erzquelle, die in der Luft hängt und nicht an der Wand befestigt ist. Herrlich. Ich habe auch noch einen Pilz. Und ich habe meinen Zaubertrank getrunken, meinen letzten Lebenstrank. Richtig mies. Ich sollte das vielleicht ein bisschen umlegen. Die Taste für das Laufen. Sollte ich vielleicht auf meine Schnelltaste legen. Vielleicht geht das jetzt auch schnell. Steuerung. Item. Schnellwahl. Was war das? 4, ne? Oder 5? 4. Okay. Die lege ich mir auch schnell auf die Makro-Taste auf meiner Maus. F1. So. Anwenden. Jetzt habe ich die falsche genommen. Ja. Toll. Das machen wir jetzt so. So. Jetzt kann ich immer sprinten, wenn ich will. Finde ich schon nice. Also, solange es nicht auf Cooldown ist. Ja gut. Dann ist der Cooldown mal endlich rum. Nice. So mag ich das. Die Waffe können wir noch wegstecken. Sind wir noch ein bisschen schneller. Nice. Dann bringen wir die Geldkassette noch zu... Wo bringen wir die eigentlich hin? Zu Modra? Oder zu den Arbeitern? Hallo? Geröll? Zu Murda bringen wir jetzt mal die Pilze. Und das Geld bringen wir zu den Arbeitern, würde ich sagen. Aha, du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Und hast du die Eisenpilze? Natürlich. Hier Eisenpilze. Die Eisenpilze. Ach, das ist gut, das ist sehr gut. In den Met damit. So, das wäre erledigt. Nimm das Fässchen und geh zur Torwache der Räuber. Tu einfach so, als wolltest du über die Brücke. Jede Wette. Sie werden dir den Met abnehmen und davon trinken. Und dann? Warte, bis die Wirkung der Pilze einsetzt. Dann sind die Räuber willenlos und du kannst ihnen befehlen, das Tor zu öffnen. So kommst du ins Lager und kannst Dartan und die anderen Räuber überrumpeln. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Aha. Deshalb gab es die Eisenpilze. Ich habe anscheinend den Quest anders gelöst, als was ich ursprünglich gemacht habe. Ursprünglich hatte ich den Plan, die Geldkassette an die Räuber zu geben, damit die mich durchlassen. In dem Fall machen wir es jetzt anders. Fällt mir eh besser, dann kann ich das Geld für mich behalten. In dem Fall machen wir es jetzt so, wir vergiften die quasi oder wir betäuben die. Aktivieren wir mal schnell hier. Und dann kommen wir auch durch. Wunderbar. So, meine Dame. Was machst du eigentlich hier in der Gegend? Ich wurde von meiner Gilde hierher geschickt, um die Küste im Auge zu behalten, falls die Myrtaner hier landen. Zu welcher Gilde gehörst du? Zu den Waldläufern im Bluttal, wenn es sie denn noch gibt. Wie meinst du das? Als ich hierher geschickt wurde, hat sich ein großer Teil meiner Gilde Lord Garvan angeschlossen, um die Myrtaner in der Schlucht von Sornyara zu stellen. Kurz bevor Dartan die Brücke besetzt hat, habe ich gehört, die Myrtaner hätten die Schlucht eingenommen und Garvan ins Bluttal zurückgedrängt. Das bedeutet nichts Gutes für meine Gilde. Ja, schlecht für deine Gilde. So. Leute, dann würde ich sagen... Hey, Hank! Da kommt einer!
Hey, da kommt einer. Würde ich sagen, jetzt gibt es erstmal Freimet für die Jungs hier. Und dann werden wir uns hier mal ein bisschen durchfighten. Bleib stehen. Hier kommst du nicht durch. Was macht ihr hier? Hör zu, Mann, ich habe keine Lust auf Gelaber. Gelaber. Jetzt red mit Julat und lass mich in Ruhe. Ja, reden wir halt mit Super Mario. Steck die Waffe weg. Danke. Hey, die Brücke ist gesperrt. Ich dachte, du lässt mich vielleicht durch, wenn ich dir ein Fässchen Met gebe. Du hast Met? Hm, her damit. Komm ich dann über die Brücke? Wenn er schmeckt, ganz sicher. Jo, das ganze Fässchen geben. Das ganze Fässchen gebe ich dir nicht. Aber ich lass dich probieren. Hier, trink. Nee, gib ihm das ganze Fass. Komm. Du gibst Julat vom Met und mir nicht? Ich glaube nicht, dass du so über die Brücke kommst. Gut, gut. War ein Fehler. Hier, nimm auch einen Schluck. Kenn ich dich? Ich fühle mich so komisch. Alter, Special Met. Sag deinen Freunden da drin, sie sollen das Tor aufmachen. Er setzt sich erstmal hin, hinten. Ach so, das Tor. Hey, Tor auf! So, Tor ist offen. Nehmt ihn in die Zange! Was? Hey, Leute! Schnapp! Warum? Was? Ich habe euch nichts getan. Noch nicht. Blöde Banditen. Was? Ja, genau. Ja, genau. Komm her. Das ist gar nichts. Oh, die Waffe ist gut. Wo ist der eine hin? Da fehlt einer. Hallo. Sind wir weggelaufen. Bin Feigling. Ja, toll. Achte nicht, dass ich sie jetzt töten darf, kann oder so. Aber wenigstens kriege ich jetzt anständig mal Belohnung. Hier. Gibt's im Haus vielleicht auch noch was? Keine Truhe oder so? Was seid ihr für Räuber? Ah, da. Eine Gurke. Was macht die Räuber mit der Gurke? Naja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr wissen wollt, was hinter diesem Tor lauert. Ich bin euer Thales und danke fürs Zugucken. Tschüss.